Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal nicht um Beauty, nicht um Klamotten. Heute geht es um einen Idee und Kreativ-Haul. Ich habe nämlich bei Idee und Kreativ bestellt, aus dem Grund, ich brauchte mal wieder so ein bisschen Papier, so ein bisschen Sticker-Sachen. Und ja, wenn ihr wissen wollt, was ich da bestellt habe, dann bleibt dran und schaut euch das Video bis zum Ende an. Viel Spaß dabei! Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal mit diesem Produkt hier und das war gratis dabei. Das ist ein Kalender, der auch richtig schön groß ist und der ist richtig cool gemacht auch. Man hat hier die verschiedenen Monate drin, dann so eine Wochenübersicht halt und halt auch Sticker natürlich, die ich natürlich für mein Bullet Journal auch gut hernehmen kann. Und ja, da kann man sich so ein paar Sachen halt auch ausschneiden, würde ich sagen. Und teilweise auch verwenden, so als Planer, kann ich mir auch gut vorstellen. Und ja, finde ich echt cool, war gratis dabei. Und ja. Ja, dann kommen wir zu diesem Bogen hier. Und das ist von, wie nennt sich das hier? My Little Eye Paper Goods, Paper and Accessoire Kit. Und zwar in dem Design Miau. Ja, finde ich richtig schön. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal rein, was hier so dabei ist. Ja, als erstes haben wir hier einmal so einen schönen Stickerbogen mit verschiedenen Katzen drauf. Und ja, sowas finde ich halt immer toll. Kann man immer schön hernehmen. Das sind schön flache Sticker. Das heißt, wenn man die in den Bullet Journal auch reinklebt, also ich bin halt kein Künstler, ich bin kein Maler, deswegen helfe ich mir halt mit Stickern und Papier aus. Und ja, bei den Stickern ist es halt cool, weil die nicht so hoch sind, also diese 3D-Sticker, da kann man dann immer nicht mehr so gut drauf schreiben, das finde ich immer nicht so cool. Ja, und dann haben wir hier das Papier. Da haben wir einmal diesen Bogen hier. Das sieht dann hinten so aus. Dann haben wir diesen Bogen hier, auch sehr, sehr schön und hinten einfach so schwarz-weiß gestreift. Dann den finde ich auch ganz süß hier mit den Katzenköpfen drauf. Und hier auch nochmal ganz einfach gehalten. Das finde ich immer auch cool, weil es gibt manchmal so Papier, die sind vorne und hinten schön und da kann man sich dann immer nicht entscheiden, was verwendet man dann. Und ja, hier haben wir auch nochmal das Design vom Anfang. Und hier hinten ganz süß mit so Wollknäuel. Hier auch nochmal Miau in ganz vielen Varianten und hier hinten einfach so gepunktet. Ja, und das letzte hier, das sieht so aus, hat einfach so verschiedene Wörter drauf, die hauptsächlich mit Katze anfangen und enden und Inhalt ist. Ich halte euch das mal näher dran, dann könnt ihr euch das mal ein bisschen durchlesen. Und hier hinten einfach nochmal so ein einfaches Design. Ja, gefällt mir auf jeden Fall schon mal richtig, richtig gut. Dann habe ich hier noch eine Tüte voll. Starten wir mal mit den beiden Dingen hier. Und das sind Flower Washi Tape Sakura, also Kirschblüte. Und da kann man sich dann praktisch eine Kirschblüte draus stickern. Ich weiß nicht, ob man es hier erkennen kann. Ich hole das mal schnell raus. Und zwar ist das kein zusammenhängendes Tape, sondern es sind einzelne Blütenblätter auf dem Washi Tape. Ich hoffe, man kann es jetzt besser erkennen. Das sind einfach so einfache Blütenblätter und da kann man sich halt dann praktisch einmal so eine Blume draus basteln. Und das habe ich einmal in der Variante Kirschblüte genommen. Und einmal, ja, das ist einfach Botanik, nennt sich das. Das sieht dann so aus. Auch sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Ja, dann habe ich mir noch, da gab es von diesem Miau-Thema, gab es hier noch die, ja, so Papiersticker. Sind das jetzt Sticker oder sind das jetzt, das nennt sich Mixed Bag. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das Sticker sind oder einfach so Papierteile. Ich hole mal eins raus. Ja, das sind einfach so vorgeschnittene Papierteile. Kann man sich dann praktisch einfach selber reinkleben. Und ja, die haben halt so verschiedene Designs. Hier sieht man es, glaube ich, nochmal ganz gut. Ja, das durfte auch noch mit.
Ja, dann bleiben wir bei den Stickern. Da habe ich nämlich von Paper Poetry oder Paper Poetry, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, habe ich mir noch verschiedene mitgenommen. Auch wieder für meinen Bullet Journal, einfach um ein bisschen Akzente reinzusetzen. Hier habe ich mir so einfache, so Color Codes nennt sich das. Das kann man für sowas hier verwenden. Dann habe ich mir hier mitgenommen, so Fähnchen einfach. Die sahen auch richtig schön aus. Dann auch nochmal so Monate. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Einfach so goldene Punkte. Dann einmal so Herzchen. Finde ich hier zum Beispiel das Beispielbild auch ganz schön. Ja, gefällt mir auch richtig gut. Die durften auf jeden Fall mit. Und dann habe ich mir noch zwei Bücher bestellt und drei Stifte. Sagen wir, schauen uns jetzt mal die drei Stifte an. Da habe ich mir zweimal Tombows bestellt. Die finde ich einfach mit am besten. Also da muss ich sagen, da werde ich, glaube ich, auch mal alle Farben holen, weil die sind richtig gut. Und zwar hat man hier einmal eine Seite mit einer Filzspitze. Und einmal eine Seite mit so einer großen Spitze. Und ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Kann man halt einfach so ein bisschen größer schreiben. Ich bin auch nicht das Schriftentalent, so wie anderen. Also da haben ja andere wirklich richtig schöne Schriften, gefällt mir richtig gut. Aber es ist für mein Bullet Journal und mir machen diese Stifte Spaß. Deswegen durften die hier mit, einmal in der Farbe 277 und einmal in der Farbe 665. Damit habe ich jetzt dann insgesamt schon 5 Tombows und ich liebe sie einfach. Und ich habe mir noch einen Tombow mitgenommen, aber das ist ein Calligraphy Pen. Der sieht so aus. Und so sieht die Spitze aus. Den habe ich auch noch nicht probiert und ich würde sagen, den probiere ich jetzt mal schnell. Okay, also es ist ein sehr fester Stift. Ich habe es jetzt auch nochmal hier so hingeschrieben. Der hat eine sehr feste Spitze. Also da muss ich auch mal gucken, ob das jetzt der richtige war, den ich mir zugelegt habe. Und er drückt aber so gut wie gar nicht durch das Papier durch, was ich auch schon mal cool finde. Ja, dann habe ich mir noch zwei Bücher bestellt. Und zwar einmal von Tanja Frau Hölle-Kappel. Hier das Handlettering-Alphabet. Schritt für Schritt für eigene Schrift. Eigene Schönschrift. So. Und das ist einfach so ein Buch praktisch. Muss ich mir aber selber nochmal durchlesen. Das habe ich nämlich gerade erst bekommen. Und ja. Irgendwann möchte ich halt auch einfach so ein bisschen so Kalligrafie-Schrift lernen. Und da habe ich mir passend noch dazu das Übungsbuch dazu geholt. Das Übungsheft. Ja, das sind halt die Seiten. Einmal die Buchstaben immer so vorgedruckt und dann halt zum Üben drinne. Deswegen durfte das mit, einfach zum Üben. Und ja, das war mein kleiner, aber feiner Idee- und Kreativ-Roll. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, ob ihr auch so Bullet Journal macht, ob ihr auch so ein bisschen bastelt. Würde mich mal interessieren und wo ihr eure Sachen immer so herholt. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das mit einem Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann tut das hier unten kostenlos. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!